So, servus, moin moin, hallöchen. Heute starten wir das Special zu Splinter Cell Conviction, wie ihr gerade schon seht. Und es geht los mit dem Koop-Modus. Nachdem ihr den grandiosen Trailer natürlich schon gesehen habt, folgt hier der erste Part durchs richtige Special. Viel Spaß, wir lassen die Vorspannung mal durchlaufen. Kriminellen Organisation in den Reihen des russischen Militärs gelungen ist, an Massenvernichtungswaffen zu gelangen. Sie haben vor, diese auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die russische Regierung wurde von Third Echelon informiert. Sie ist entschlossen, den Verkauf mit allen Mitteln zu verhindern. Andriy Kobin, ein Third Echelon-Mitarbeiter mit Kontakten zum Schwarzmarkt, hat einen russischen Kriminellen namens Valentin Lesowski als Zwischenhändler ausgemacht. Kobin zufolge erzielt Lesowski einen Großteil seiner Einkünfte mit Geldwäsche und Drogen. Seit kurzem benutzt er seine Kontakte zum Militär, um in den illegalen Waffenhandel einzusteigen. Archer, Kestrel... Wir müssen ihn stoppen, bevor er einen Käufer für die Sprengköpfe findet. Also nebenbei, ich bin Archer. Wir haben den Befehl, Lesowski und seinen Partner Sidechef auszuschalten und die Liste mit den Namen von Lesowskis Kontakten also zu sichern. Also ich bin grün, Sie ist wird rot. Uns helfen, seinen Kontaktmann beim Militär sieht immer zu rot. Identifizieren. Okay. Mann, eigentlich. So, da sind wir jetzt. Vorspannung zu Ende. Oh ja. Und jetzt holen wir alles so. Ihr werdet jetzt nicht mehr die Szenen sehen, die ihr im Trailer gesehen habt, weil das nur eine Testaufnahme war und ich das davon zusammengeschnitten habe. Deswegen. Was wird das, Hansen? Machen wir jetzt die Drecksarbeit für die. Ich schätze, es werden noch weitere lustige Situationen bevorstehen. Ja. Sie helfen uns dabei, für Stabilität zu sorgen. Kestrel hat recht. Wenn die Sprengköpfe in die falschen Hände gelangen, sind sie für alle eine Bedrohung. Ja, das ist schon genau unser erstes Opfer. Ja, machst du oder ich? Ja, ich mach einfach, ich bin ja cool und so. Okay. Mach das Tor auf! Ja, mach ich doch. Mach ich doch. Ja, okay. Ah, gut. Tolles Rackdown. Was soll das? Kann sein. Wir müssen neutralisiert werden. Das gehört sich, wir müssen neutralisiert werden. Ivanov, der Junkie? Hat der was von wegen Polizei ge... Oh, oh. Hier ist schon wieder ja. Gut los, ey. Ja, ich glaube, wenn er sich auf einmal umdreht. Ja. Warte mal. Mal kurz gucken. Ich glaube, jetzt müssten nur oben welche... Hm? Gar nichts? Bisschen komisch. Was denn? Serge, wir haben auch die coole Sicht. Okay. Ich gehe mal nach oben. Ich gehe unten durch. So. Was? Keiner guckt aus dem Fenster, ist aber... Ah, da kommt mein Opfer. Ciao! Dem Geheimdienst zufolge hat Lesowski im Gebäude moderne Sicherheitssysteme installiert. Ja. Mit einem Impuls ihrer EMP-Geräte müssten sie die Anlage stilllegen können. Suchen sie den Sicherheitskontrollraum. Wer geht oben lang? Ich gehe oben. Toll. Sollte dazu sagen, bei Splinter Cell unten lang zu gehen, ist eigentlich immer scheiße. Ja, geht, ne? Den ich hab's ja auch nicht gleich. Da sind zwei Typen. Ja, guck mal bei mir hier. Hier, meine Karre! Sieh gut zu, so wird das gemacht. Eh. Nicht. Ja, aber es gibt ja die Doppelausschaltmöglichkeit. Das heißt, wenn wir beide die Gegner im Sichtfeld haben und ich jetzt E drücke, kann er auch E drücken und den Gegner, der bei ihm in der Nähe ist, auch mit ausschalten. Ja, hab ich ja, aber ich hab dann halt noch den anderen markiert, weil direkt einer daneben war. Ja, ja, klar. Ja, da war noch direkt einer daneben. Ja, ist ja gut, schau mir das an. So, jetzt stehen natürlich keine Leute in der Mitte, sonst könnte man den fetten Kronleuchter hier drauf fallen lassen. Doch, jetzt stehen welche in der Mitte. Ja, okay. Beispiel. Ist er? Sag ich doch. Okay. Komm, jetzt hast du aber Scheiße gebraucht, glaube ich. Ach, was? Die machen wir schon fertig. Lock and load. Juhu! Bam! So, von oben. Das Coole ist, man kann seinen Teamkollegen immer schön durch die Wände sehen, das heißt, ihr könnt dann auch sehen, was Steam hier gerade für eine geile Scheiße fabriziert. Ja. Ist auch cool, der sieht den, eine Leiche von seinem Kollegen, da stimmt was nicht. Ja, hat er ja auch rechnet, ne? Ja. Ah! Was los? Was schießt denn? Kein Problem, Stealth-Kopfschuss und so. 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 Ich glaube, jetzt haben wir hier im Bereich schon wieder einen. Ja, pass auf, da kommt oben einer bei dir. Oder... Ah! Ja. Hab ich da gesagt? Kein Problem. Wir platzieren unsere EMP-Geräte darin, um die Systeme zu deaktivieren. Achso, ja, genau. Hier müssen wir jetzt... Ey, das kann doch nicht... Mit der Fresse.
Scheibe geräuschlos. Wir brauchen starke EMP-Impulse, warte mal kurz. Um die Sicherheitssysteme auszuschalten. Oh, mal cool. Ja. Wir ich warte hier. Bäh. Hä, wie macht das denn? Eine C. So. So. Sünde. Zack. Oh yeah. Alles kaputt machen macht Spaß. Sicherheitssystem aus. Gut. Sicherheitssystem aus. Und dich geht an. Ja, halt Notgeneral. Ja. Ja, warte, vorhin kam einer. Letztes Mal kam einer von unten. Ja, und da ist er. Verstanden. Wurde auch Zeit, dass ich meine Zweifel, Scheiße. Nein! Ja, ich hab den Trailer auch gesehen. Also. Zack. Ah, da hinter der Tür ist er. Nee, gar nicht, da in der Mitte. Hä? Hä? Jetzt wird das Erkennen immer schon dichter aus. Ich glaub, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Hey. Ja. Das war eine Scheiße. Scheiße. So. Hm. Achso, Waffenkiste. So, jetzt haben wir hier die tollen Punkte. Ich habe gerade 800. Und damit könnt ihr euch entweder für die freigeschalteten Waffen Upgrades holen oder für dieses tolle Spionagewerkzeug hier. Haftkamera, oh, ja. Fänge 20 Mine, Splittergranate, Blankgranate und EMP-Granate. EMP-Granate legt natürlich alle Systeme an, Splittergranate und Blankgranate ist eigentlich selbst erklärend, ferngezündete Minen auch. Und mit der Haftkamera könnt ihr auch wie in jedem anderen Splinter Cell-Teil das Ding irgendwo an der Wand oder auf den Boden schießen, die Gegner mit dem Geräusch heranlocken oder dann per Explosion ausschalten. So. Und dann gibt es noch den mobilen EMP, den man immer dabei hat. Das legt halt alle, ja, nein, alle ja, elektronischen Geräte lahm. So. Ich weiß gar nicht, ja, die Waffe habe ich auch noch nicht komplett ausgerüstet. Dann erhöht sich hier zum Beispiel die Genauigkeit durch ein Laserzielgerät und die Reichweite. Tadam. Ganz tolle Sache. Aber irgendwie kommen wir halt im Moment so vor, dass wir irgendwie unendlich von diesen Zielmarkierungstötungen, die wir haben. Wie meinst du? Ja, also eigentlich kriegt man ja immer ein so ein Ding dafür, wenn man jemanden... lautlos ja, ausschalten. Das ist aber, wir kriegen aber beide welche dabei, wenn eine, wenn du die entweder lautlos ausschaltest oder ich. Also du kriegst du ja, trotzdem stimmt. Dabei. So, jetzt muss da rechts einer stehen irgendwo. Da. Ich kenn hier doch alles aus. Ja, mach mal von oben platt. Nein, jetzt haut der ab. Oh, toll. Das ist natürlich. Und es gibt hier mal kleinere Herausforderungen, wie zum Beispiel hier tot von oben oder vom Geländer reißen und diese. Yeah! Mit einer bestimmten Anzahl Lichter kriegt man auch die hin. Erfahrung. Jog den einfach hier hin. Hey! Ja, komm hin. Klatsch. Oh, oh. Ja, sauber. So. Das ist Teamwork. So. Warte, warte. Oh. Klatsch. Von beiden Seiten auf den einen. Ja. So. Unten rechts in der Mitte, unten rechts in der Mitte, ja. Unten rechts über der Waffe, die drei Pfeile sind halt die Möglichkeiten, wie oft man die Möglichkeit hat, jemanden lautlos auszuschalten. Mit Q markiert man dann das Ziel und mit E führt man dann die Aktion durch. Da ist einer. Ah! Glück gehabt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Muss auf die Sicht erstmal klarkommen. Ja, muss ja auch nicht die ganze Zeit anhaben. Ja, ja, hab ich auch nicht. Tö. Vorsicht! Wie bist du denn gesprungen, sag mal? Geil, ne?
Das heißt, man kann. Warte. Bitte noch. Klatsch. So. Da hinten wahrscheinlich auch noch welche drin. Nein, nur eine. $1 und ja. Hier darauf, dass Sidechef hinter dieser Tür ist. Wenn wir die Türen gleichzeitig aufbrechen, ist das mit Sidechef. So, jetzt kommt das offene Ende vom Trailer. Stimmt. Was ganz cool ist, man hat ja auch wieder die tolle. Nein! Warte. Ich wollte erst die Tür schon aufmachen. Die tolle unten unter sich. Da kann man hier schon mal die Gegner markieren. Das werde ich jetzt auch eben tun. So. Da ich nur drei markieren kann, ist es aber egal. Steam kann auch nochmal drunter gucken und die anderen markieren. Und wenn wir gleich durchbrechen, können wir mit E einfach den alle ausschalten, wie ihr gleich sehen werdet. Sind nur vier Stück, ne? Ich glaube schon, ja. Warte, ich hab doch diese Kamera gar nicht. Egal. Ja, dürfen wir vier erstmal sein. Ich benötige Ihre Hilfe. Kein Problem. So. Auf geht's. Bin angriffsbereit. Latsch. Archer, Kestrel, finden Sie die Liste mit Lesowskis Kontakten. Unseren Informationen zufolge überwacht sein Handlanger Sergei, wenn Gäste da sind, ja, alles da aus der Küche. Ja, guckst du mir, du Spacko, ja, guckst du. Sekunde, ja, wer hat die? Sidechefsleute sind ja, wer hat die? Obwohl, ja, die kommen jetzt hier raus. Aufpassen. Oh ja. Ich hab ne Splittergranate, warte. Wie wirft man die? Ja. Auf F, gut. Ich hab Blendschock. So, gucken wir mal auf der Sicht. Irgendwie kommen die gerade nicht. Ja, die stehen da blöd rum. Ja. Stehen aber ganz schön viele, ne? Jo. Warte mal zur Ablenkung. Ja, oder so. Achtung. Hier. Was? Die leben noch? Ja, hast du wirklich getroffen. Da kommt der Erste. Okay. Hier. Kleinen Max muss ich mich entschuldigen, das liegt wie gesagt an Flex. Puh. Die mach ich auch noch auf. Okay. Hey. Komm mal näher. Warte. Ich hab. So. Oh, ist das spannend. Oh ja. Oh, ich schreib mich mal. Boah, mir explodiert hier was, oder? Achso, da sind wir ja. Ah. Kein Ding. Und noch ein Leck. Ja. Ah. So. 1150. Puh. Oh, betackt. Aber gut, ich hab jetzt hier schon alles upgradet. Das ist natürlich schlecht. Ich nicht. Warte mal, warte. SRR2M. Ich brauch schon irgendwas, was ein Schalldämpfer hat, aber irgendwie. Gibt's ja noch nichts. Guck mal, der Strohfilter hier. Wo AKS hat doch schon einen Schalldämpfer, ne? Ne? Nein. Meine nicht. Hier, jetzt kann ich bei meiner Schuhfinte auch schon drei markieren. Hm. Wo ich die vielleicht so nicht so oft benutzen werde. Wo warte ich kann ja. Ne, kann ich jetzt nicht, wenn ich einmal schieße, höre nämlich, glaube ich, oder? Moment. Ja. Das ist nicht schlecht. Da. Ja, nimmt man eigentlich nur, wenn man entdeckt. Wie die Hühner. Ja, da laufen sie. Ja. Ja. Gut, egal. Sind ja drauf. Sind ja drauf. Da sind wir alle. Da! Zusammen mit all den Toten! Noch! Wir gehen da nicht rein! Ich glaube kaum! Yeah. Da! Da! Bin mir sicher! Wir werden sie uns holen! Oh, und die Panik. Habt ihr gehört? So klingt das, wenn euer Leben.
fertig, geh nach oben. Wir schnappen uns die Kerle! Komm mal nach oben. Sie sitzen in der Falle! Erledigen wir sie! Los, los, los! Ah, scheiße! Yeah. Gut. Ich glaub. Mhm. Selbst wenn man stirbt, kann der Teamkamerad den anderen aber auch wiederbeleben. Also ist nicht direkt alles verloren. Wir gehen da nicht rein. So. Ja. Oh, hier wird scharf kontrolliert. Nur ein Schmo würde da reingehen. Wir bleiben hier und warten. Ja. Hältst du uns? Ich leg dich auf! Vielleicht sperren wir die Quartale im Stadtbad! So. Moment. Du wirst jetzt sterben! Alles klar, Alter. Bleib da, Alter. Ich mach das. So. Toll. Oben. Bist du denn? Da oben. Hast du schon halt erledigt? Ja, waren nur zwei Stück. Kam vorhin mit der Schrotflinte und dann war aus. Warte. Lass mal drunter gucken. Ich brauche Hilfe. Klappe, weg. Achso, hey, er ist der Typ, den wir verhören müssen. Achso. Hier ist eine Tür, durch die ich allein nicht durchkomme. Ja. Brauche Hilfe. Wäre auch cool, dass ich auch mal drücken könnte. Hab hier Probleme mit einer Tür. Ja. Jagd hier! Meiner. Du hast keine Ahnung, mit wem meine. Du anlegst. Du bist erledigt. Halt's Maul und hör zu, Sergei. Wo ist die Liste mit den Kontaktpersonen deines... Ja, es ist tolle Verhörmethode. Man kann mit den Objekten hier endogen interagieren. Beim Verhören. Zum Beispiel so. Bam. Und dann reden die meistens. Man auch schon Förder gesehen hat. Er darf ihn jetzt auch aufnehmen und auch verhören. Unten in seinem Büro. Mal rechts zum Herd gehen und so. Das haben wir noch nicht gesehen. Das ist das Büro. Sag's mir. Schöne Sache. Autsch. Ja. Ja. Man selber, also derjenige, der verhört, sieht das halt auch mal alles als kleine Vorspannung. Unten! Beim VIP-Bereich! Da, wo seine wichtigen Gäste und die Weiber rumspringen. Ist die Wahrheit, ich schwör's. Suchen Sie nach einer verstärkten Tür, die von der Küche in den VIP-Bereich führt. Ja, Moment. Lesowski ist gerade in einem anderen Teil des Kellers. Warte, muss ich eben Kippe machen. Verstanden. Hab den Schlüssel zur Tür in der Hand. Ihr Schweine! Vielleicht den Warte, ich muss eine Kippe machen. Lesowski wird euch beide umlegen. Hört ihr? So viel Zeit muss er sein. So. Ja. Auf geht's. So, aber den Lichtschalter. Okay, was für ein Lichtschalter? Wir sehen ja was Gutes. Was willst du? Mach die Tür auf. Ich muss mit dem Boss sprechen. Die Bullen kommen. Hey, da! So. Man kann die Gegner, wenn man sieht, auch als menschliches Schild benutzen. Oder auch umdrehen. Geht nach der Zeit auch ja, macht jetzt automatisch. Schon automatisch. Ja. So, ich habe immer noch ganz viele Punkte, so. Aber naja. Erst will ich eine vernünftige Waffe haben später. So.
Ist ja gerade beim Pumpgun so. Auf. Auch eine lustige Challenge. Drin. Scheiße, steht nicht hier vor. Ja, achso, ich hab gedacht, du bist ohne mich. Schon fertig da gewesen. Nein. Ja, hier ist gerade sowieso keiner. Komme. Ja, bin ich eben doch hier. Toll! Eine Sekunde. Er ist denn? Was denn? Ja. Achso, hat er mich gehört oder was? Scheiße. Egal. Noch gut ausgegangen. Soll wieder oben bleiben? Mach wieder meins. Ah, scheiße. Ja, so, wenn der Bildschirm sich schwarz-weiß färbt, ich weiß gerade ein bisschen spät, dann heißt es, man ist sicher im Schatten verborgen. Wenn aber ein Gegner mit der Taschenlampe ankommt, ist er nicht so gut. Gefällt mir gar nicht. Kein Problem. Jetzt. So, und hier unten sind ziemlich viele. Hör zu, wie ich es Capo schon gesagt habe, es ist vollkommen egal, wie viel der Typ hier schafft. Sorry. Wer, wo? Nee, du bist tot. Das war halt nicht die Wahl. Ich lade nach. Das macht mich. Hey! Ja, ja. Pass auf, das sind 30 Stück. Ich hab langsam genug davon. So. Schießt er noch einer? Wer war das? Da hinten. Genug! Ja, fertig, ich bin schon die Information. Ich komme hier runter. Er ist tot. So. Haben wir die Map auch schon fast fertig? Die Polizei wird jeden Moment stürmen. Sie müssen jetzt gegen Lesowski vorgehen. Stoßen Sie ins angrenzende Lagerhaus vor, sichern Sie Lesowski und warten Sie auf weitere. Genau. Verstanden. Sorry, wenn ein bisschen erkältet, hab ich gesagt. Toll. Nee, so können wir nicht. Nee, machen wir aus jetzt. Ja. So kann ich nicht allein. So. Und Power Slide! Ja. Power Slide! So geht's natürlich auch. Halte Position. Da warte mal eben. Sieht auch nicht schade. Es gibt auch einen Erfolg, wenn man die Tür mit Gewalt eintritt und dahinter ein Gegner ist und man ihn damit tötet. Ich glaube, hier war noch irgendwo einer. Warte. Ansammlung von Tangos. Bereit loszulegen. Doch, dahin. Mach jeder mal. Ich kann aber keiner ausschalten. Ich hab mir keine Dinger mehr. Egal. Ja, da ich da. Ja, kann ich trotzdem? Klatsch. So. Ist da. Die oben war, glaub ich, auch immer. Ah, ja, da bist du noch einer. Das ist der! Da! Was ein Rektor. Ist in die Wand geflogen. Genug! Toi, ich wollte jetzt hier voll durch die da. Warte. Ja. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder in die Säcke. Ah doch, da ist einer. Hey, hältst du uns für so blöd, dir in die Falle zu gehen? Oh, wieder der nächste Deck. Servus. Und um Papine Putzscheiner legt sich mit Lesowski an. Toll, ist ja. Oh oh. Warte. Hey, sehr clever, Gandon. Weiter schießen! What the hell? Bertlor, du fängst an mich zu nerven! Bereit, Feuer zu eröffnen. Mach mir! Da! Da! Das geht, das geht. What? Alter! Ja, ich guck mal, wie viele Gegner hier sind, Mann. Ich weiß. Okay, das ist besser. Alter, wir kommen da. Ah!
Ordnung. Meine Fresse! Alter! Ja, wir sind schon so Stealth-Spezialisten. Das ist unglaublich. Ja, weil uns ein Typ gesehen hat. Boah, jetzt klickt's aber ganz schön. Okay. Du willst was? Dann komm uns holen! Hallo? Wieso mach ich denn nicht so durch? Hey, da ist noch einer, aber den kann ich nicht. Ah ne, den müssen wir dafür hören. Okidoki. Jo. Hier drüben. Spielen mit mir. Nimm das an dir. Meiner. Ja, alles gut. Jetzt? So. Ziel nicht töten. Warum wiederhole. Nicht? Ziel nicht töten. Es wird ein Anruf. Warum der wenn es klingelt, lass Lesowski drangehen. Ein Anruf? Die Zentrale bestätigen. Ja, nimm mal ab. Los, geh endlich ran, Lesowski. Da will dich jemand sprechen. Corbin? Was zum Teufel? Wie hast du? Nein. Nein. Du blöder Scheißer, hörst mir zu. Ist mir egal, wer deine neuen Freunde sind. Sobald ich hier raus bin, werde ich dich finden. Und dann reiß ich dir den Arsch bis zum Hals auf. Hörst du? Hörst du, Corbin? Wollen doch mal sehen, ob du das auch hörst, du mieses Stück Scheiße. Oh Gott. So, ich kann jetzt hier mit Leertaste aber den Gegner ablenken, damit Steven den gleich erschießen kann, wenn der Leck aufhört. Zack. Hier weg. Was ist passiert? So, jetzt funktioniert erstmal gestern. Licht aus. Statusreport. Alles okay. Hallo? Es gab Schwierigkeiten. Das war der Fernseher. Das Team des jetzt kommt die Polizei und will die Polizei nicht töten, sondern nur K.O. schlagen. Es gibt einen Lastenaufzug, der vom Keller zur Straße führt. Gehen Sie mal raus. Warten wir jetzt. Ich stand da. Da kommen sie. Vorstoß! Los, los, los! So. Oh Gott, oh! Ich brauche Verstärkung! Muss Abschnitt durchsuchen! Die müssen ganz in der Nähe sein! Du kommst hier nicht lebend raus! Dennis? Bist du da? Willst du Spielchen spielen, Spur? Was ist los, Feig? Stehst auf meiner Liste, Kanton! Come on! Ein! Er ist tot! Nur noch einer! Oh oh. Warte. Wir müssen hier sein. Haltet die Augen auf! Jetzt können wir ja die Aufsetzung, die töten, aber das darf ich jetzt nicht. In meinem Abschnitt sind mindestens zwei Ratten. Findet die Typen, bevor sie uns die ganze Hütte abfackeln! Warte. Ah, wie komm ich jetzt zu dir hin, ey? Es gibt Bruch! Ich bin verletzt. Hilfe! Ist nicht gut, ist nicht gut, Steven. Da drüben herkommen! Lass mein Bruder in Ruhe! Ist da. Glück gehabt. Bin jetzt da. Schon gut. Blablabla. Ja, aber ja. Wieder frisch. Wir müssen okay, rauslaufen, okay. Ne? Ja. Servus, da geht's. Alles klar. Nicht? Mussten wir nicht raus? Ja, der steht da immer noch. Doch, wir müssen jetzt zurücklaufen. Weiß ich gar nicht. Ich stehe nur da jetzt gleich überall noch. Jo. Oh, ich hab mich hier kaputt getreten. Ja. Na, egal. Okay. Mach doch den BMP, du Sch. Ah, ne, ich hab den gerade. Bis hierhin und nicht weiter! Was für ein Haufen! Beim ersten Anzeichen von Ärger versteckt ihr euch! Unten. Sind hier alle. Ja, dann mach. Ich hab doch einen mobilen EMB. So, diese Bastard! Ah!
Du bist tot! Ja, du kannst nicht entkommen! Du hast soeben deinen letzten Fehler begangen! Das wirst Juhu, du verdächtigen, wenn ich dich nicht erledigt habe! Willst du sterben, Kassiol? Hab ein paar Stuhl in der Wand. Ja, Rainer. Und hier ist erstmal Stopp, unser erster Part ist fertig und ja, wir lassen schon mal die Vorspannung für die zweite Mission durchlaufen, damit ihr wisst, was in der nächsten Mission Sache den ist. Informationen bis der Liste zum nächsten Part. Ist der Kopf der ganzen Sache ein ehemaliger Oberst des russischen Militärnachrichtendienstes namens Baikov. Wir vermuten, dass hochrangige Offiziere der russischen Armee zu seiner Gruppe gehören, was bedeuten würde, dass nichts im Waffenarsenal der Föderation vor ihrem Zugriff sicher ist. Baikov wurde auf den letzten Drücker in eine Delegation aufgenommen.